gar nicht wahr. Paxu war vor dir da. Dann nehme ich Pikachu in Schutz. Das Pikachu hat geschrieben, da hattest du deinen Notebook noch gar nicht richtig an. Das ist der Vorteil, wenn man alles sieht. Ja, aber wenn Harry Boyd nicht da ist, spielen wir ein bisschen Rangkampf. Und dann gucke ich mal, dass ich vielleicht eine gute Wertung hinbekomme. Das wäre ganz cool. Heute ist auch mein Lieblingsmodus, das heißt, dementsprechend ist das auch ganz gut. Also, was heißt ganz gut? Aber... Haribo gestern beim Spielen zugesehen. Oh, wie habt ihr das denn gemacht? Und was hat Haribo denn gespielt? Also bestimmt über Discord, aber wie hat er das denn aufgenommen? Aha, dann was. Ah, okay, wahrscheinlich dann ja, dann mit Handy. Oh, das sind einfach zu viele. Und mein Team ist eigentlich auch nur halb immer anwesend. Der versteckt sich gerade eh. Bildschirmübertragung. Ja, dann wahrscheinlich. Ja, genau, mit Handy dann aufgenommen, wahrscheinlich. Ja, ist er mit Handy ins Discord gegangen. Hatte da dann halt. Da glaube ich, das wird übertragen. Okay, noch sieht's gut aus. Okay, eingeholt. Fläche gehört uns. Guck mal, ob ich hier über das Gitter komme. Sind zwei Stück. Er hat am PC gespielt. Aber was hatte denn Harry gespielt? Dann wäre vielleicht ganz gut, das einfach zu wissen, ne? Dann, also je nachdem, wenn er jetzt. Genau, vielleicht hat er halt irgendwas am PC auch gespielt, ne? Und dann geht es ja auch einfacher. Also, was hatte denn Harry gespielt? Boah, Gott sei Dank. Wahrscheinlich eine Pokémon könnte ich mir gut vorstellen. So, es gibt ja super viele Nuzlocke. So. Omhex. Was von Pokémon Echo? Ah, da in Discord Pokémon. Ah. Ja, dann war das wahrscheinlich genauso so eine. So ein ROM-Hack, ne? So was man, ne? Manche Spieler setzen sich ja hin. Und. Aber ich glaube, das hatte sogar Haribo erzählt, dass er es mal machen wollte. Und programmieren Pokémon ein bisschen um. So ein bisschen schwerer. Dann hatte Haribo das wahrscheinlich gespielt. Mir ist die Tinte ausgegangen. Scheiße. Jetzt haben sie die Führung. Oh, dann müssen wir aber ganz gut aufholen. Kommt einer durch die Mitte. Na, ich glaube, ich ziehe mich lieber zurück. Ich möchte lieber. Oh, jetzt wäre durch. Scheiße, die Bombe nicht gesehen. Schon wieder die Zone eingenommen. Ich werfe mal noch einen Regen rein, vielleicht. Okay, sehr gut.
Ja, jetzt müssen wir halt halten. Aber ich glaube, das. Vielleicht kann ich mit meiner Rauchbombe noch irgendwas machen. Shit, shit, shit. Schade, hätten wir noch in der Verlängerung kriegen können. War verdammt schwer, ja, das glaube ich. Ja, die sind ja auch immer super schwer, diese Rom-Hacks. Weil viele sagen ja immer, Pokémon sei zu leicht. Also machen die solche Rom-Hacks und programmieren die halt viel, viel schwerer. Kann ich verstehen. Erste Match wird nicht so cool. Ah gut, kein K.O.-Sieg. Kein K.O.-Sieg ist gut. Bei einem K.O.-Sieg kriege ich nämlich weniger Erfahrungspunkte. Ich mag Erfahrungspunkte. Ah, und, okay, Makomat, genau. Makomat ist auch noch. Einkaufszentrum, Shopping. Laserface. Der erinnert mich an Taserface. Was ist aus Guardians of the Galaxy? Scheiße. Ja, richtig. Also es gibt grundsätzlich eigentlich immer einen Bereich. Der ist hier schön markiert. Den sieht man hier farblich. Schmal. Everlack. Was heißt das nochmal? Irgendwas hieß das. Irgendwie sowas wie Verzweiflung oder so, was meine ich. Ach shit, ich hab den aus den Augen verloren. Am Ende, genau. In dem Bogenmodus geht es hier darum, die Mitte zu halten. Das haben die gerade die Gegner, die haben die gerade noch. Naja, und so länger sie halten, umso weniger mehr Punkte verlieren sie. Und wenn sie auf 0 sind, haben sie gewonnen. Also ja, es geht darum. Punkte auf 0 zu ziehen. Oh, wir haben die Zone eingenommen. Also müssen wir eigentlich verteidigen. Dafür, dass wir die aber eingenommen haben, kriegen die 60 Punkte Strafpunkte. Das heißt, sie müssen jetzt nicht 22 Punkte reduzieren, sondern 82. Aber sollte keiner die Zone haben, zählt natürlich die 22 als Punkte, Siegesbedingung. Also aktuell liegen die trotz dessen in Führung, trotz der Strafpunkte. Strafpunkte heißen einfach nur, dass die halt, wenn sie mehr das Score erhöhen wollen, müssen sie mehr einnehmen. Müssen sie vorher die Strafpunkte abarbeiten. Ach shit, da war noch einer. Ach shit, jetzt haben sie auch wieder eingenommen. Da jetzt arbeiten, also sind immer noch, also jetzt gewinnen, würden sie gewinnen, weil die haben 22 Punkte, wir haben noch 27. Unabhängig von den Strafpunkten. Aber damit sie halt mehr bekommen, müssen sie halt die Strafpunkte jetzt abarbeiten. Oh nice. Aber okay. Jetzt können wir eigentlich einnehmen. Es lebt ja nur einer, ne? Strafpunkt ist auch abhängig davon, wie die Differenz zwischen den Teams ist. Ich meine, wir haben jetzt weniger Strafpunkte bekommen, weil sie halt beide aus der Führung waren. Man kriegt halt quasi auch immer weniger Strafpunkte. Soll so ein bisschen Balancing reinkriegen, so nach dem Motto. Wenn das schwächere Team schon eben da eingenommen hat, dann gibt es halt mehr Strafpunkte für das gute Team. Ist ganz gut eigentlich. Dann aber halt nach hinten los. Strafpunkte sind nicht gut. Aber Strafpunkte gibt es auch erst dann, wenn die Gegner auch die Zone eingenommen haben. Jetzt aktuell zum Beispiel ist noch unentschieden. Na, die Zone gehört gerade keinem. Das heißt, da gibt es noch keine Strafpunkte. Also, es geht nicht darum, wenn wir die verlieren, sondern die Gegner das bekommen.
Oh, können die halten? Ach, shit. Schade. Boah, 60 Strafpunkte wieder. Scheiße. Ja, der Vorsprung ist ganz gut. Aber in der Herrschaft ist das manchmal richtig, also richtig einfach. Man hat ja gesehen, wir haben den ganz gut aufgeholt. Die haben jetzt gleich ihre Strafpunkte abgearbeitet. Und wir sind die Zeit tickert echt ganz gut runter. Also wir müssen auch jetzt reagieren, sonst ist es vorbei. Scheiße. Ja, genau jetzt. Ja, unser ganzes Team ist tot. Damit haben sie gewonnen. Sowas ist hier super gefährlich, wenn du die Zone besitzt. Also generell, wenn ein Team-Wipe, wenn dein ganzes Team ausgelöscht wird, ist super gefährlich. Oben kann man ganz gut sehen, wer noch alles am Leben ist und wer nicht. Immer wenn so ein Kreuz drüber ist, heißt es dann, dass das dann halt Spieler tot ist. Leuchtet das Feld, dann hat er eine Special gerade parat. Und der Unterschied zwischen besiegten Spieler das war nicht, weil wir alle ausgelöscht waren. Weil sie ihren Zähler auf Null gebracht haben. Ich meine, die haben halt das Ziel erreicht. Also du startest mit 100 Punkten und wenn du halt den Zähler schaffst, auf Null zu bringen. Deswegen geht auch eine Runde manchmal, also ne, wir haben 5 Minuten Zeit. Mit Verlängerung. Ich glaube, eine halbe Minute. Aber das ist halt der Unterschied zwischen Rangkampf und Revierkampf. Revierkampf geht immer fest 3 Minuten, weil du kein Ziel hast. Du färbst einfach ein und am Ende wird geguckt, wer mehr eingefärbt hat. Also klar ist das Ziel dann mehr einfärben. Aber du hast halt kein endliches Ziel. Hier ist es halt 100. Ja, das sind keine Sekunden. Sagen wir 100 Splatoon-Sekunden. die Zone zu halten. Also dieses Remaining der 100 auf 0 zu senken. Und hast du es 0 erreicht, hast du dein Ziel erreicht. Muss einfach von den Gegnern schaffen. Und dann geht es ja auch nicht mehr weiter. Ist in den anderen Modi, also das ist halt immer bei Rangkampf. Rangkampf ist abkürzbar anhand der Teamstärke. Deswegen nenne ich den Revierkampf auch den Mario Party. Weil man im Revierkampf einfach nur rumsplattet, ohne halt Ziel, sondern man färbt einfach ein. Ach ma, das kann doch nicht mal sein. Na, ich spiele einfach zu selten Splatoon. Weil ich spiele hier im X-Rang und im X-Rang sind halt eben die Leute, die schon weit hochgestuft sind, aber ich bin halt quasi immer schon hochgestuft, weil ich da früher viel Splatoon gespielt habe. Ja, jetzt mittlerweile nicht mehr. Oh, das ging schnell. Aber ja, diesmal haben sie uns zum Beispiel nicht besiegt, aber trotzdem halt. K.O.-Sieg. Weil es halt wir haben es nicht geschafft, einmal das Revier einzunehmen. Also haben wir so von 0, 100 auf 0 runtergedroppt. Ja gut, unser ganzes Team konnte nichts machen. Aber keiner dabei, der länger überlebt hat. Von 10. Achso, im X-Rang kannst du. Oh. Das ist cool. Danke, Nintendo. Lang lebe und Nintendo Online. Nice. Freue mich. Auf ein neues. du kannst im Monat. Also bis S plus 9 ist dein Rang einfach immer wieder konstant. Sobald du beim X-Rang bist, naja, dann musst du halt den halten. Du hast den Monat Zeit, deinen Score aufzubauen. Und ne, der wird halt, so wie jetzt Ligakampf zum Beispiel, ne, der Score wird immer höher und kann Rekord aufbauen. Und wenn der halt am Ende des Monats zu niedrig ist, dann fliege ich aus dem X-Rang raus.
dieses 3 von 10, das ist einfach, also ich muss 10 Matches machen, um meinen Score berechnen zu lassen. Das heißt, ich weiß gar nicht, wie mein Score gerade ist. Hier ist aber auch mein Lieblingsmodus, weil hier sehr auf zum einen auf Splatskill ankommt, also ich sollte schon gut sein, den Gegner kaputt zu machen, und halt auch auf Team Power. Also habe ich ein gutes Team, komme ich auch hier gut voran. Aber ich kann auch, also so eine Mischung aus Einzelspieler schnell durchsplatten, als auch Teamspiel. Ich finde, das ist in den anderen Modi eher weniger gegeben. Turmkommando auch, deswegen macht es mir auch noch Spaß. Muschelchaos zum Beispiel ist ein reines Teamspiel, da kommst du alleine mal nicht weiter. Und Goldfisch, das ist so, wirkt so, weiß nicht, auch sehr, sehr unbalanced. Du kannst quasi auch alleine, was ich halt auch doof finde. Also da, deswegen mag ich halt Herrschaft lieber. Ich sollte mich auch nicht mehr so auf die Zone konzentrieren. Oh, erstmal einen Regen entgegenschicken, ist ganz gut. Die Bombe achten. Da hinten ist eine Wanne. Alles okay. Wäre es mehr okay, wenn wir ein Team hätten, gerade was die Zone einnimmt. Boah, ich hasse die Wanne, ey. Okay, wir müssen irgendwie. Was ich halt in Splatoon ganz cool finde, ist gerade generell so, es kommt halt nicht drauf an, unbedingt Kills zu machen. Das ist, glaube ich, eins von drei wichtigen Zielen im Spiel. Also klar, Gegner kaputt zu blenden ist gut, aber es ist auch immer gut, eine Map Control zu haben. Man sieht alles, was gelb ist, ist halt nicht durchschwimmbar. Das heißt, wir müssen mehr Map einnehmen, sonst können wir uns nicht mehr so frei bewegen. Das ist auch super wichtig. Map Control. Aber die haben auch einfach, na, die super viel eingenommen. Damit, na, einfach, man ist einfach berechenbarer halt. Man weiß einfach direkt, okay, wenn ich es schaffe, die gelbe Seite damit durchzupreschen, dann sehen die auch, wo ich direkt bin. Und alles, die wissen dann halt viel mehr, wo man ist und so. Und man muss halt wieder Fläche einnehmen. Und wenn man Fläche einnimmt, dann kommt man aus der Tinte raus und ist sichtbar. Weil es gibt halt nur Verstecken oder Schießen. Ja, und dann natürlich der dritte Punkt ist natürlich das Ziel. In dem Fall die Fläche entfernen. Also Fläche halten. Deswegen mag ich Splatoon. Das ist ein nettes Konzept. Aber ich glaube, man merkt halt, ich glaube, das ist so die Sache, wann
online spielen. Man merkt auch im Laufe der Zeit, dass halt die Spieler nur noch die bleiben, die auch wirklich gut sind. Ich glaube zum Beispiel, Mario Kart sind so hauptsächlich auch nur noch, also das kennt man auch in Mario Kart oder Smash, so dass irgendwann nur noch die, also nicht die, das quasi täglich spielen, noch dabei sind. Deswegen bin ich auch gar nicht so der Freund von Ranked. Ranked ist so eine Sache, das kann man eigentlich gar nicht so mal zwischendurch spielen. Also ich spiele gerne Ranked. Aber man merkt einfach am Anfang, was halt eben einfach. Na gut, okay, dann werde ich ja noch. LVCR. Ich brauche schon eine Farbe. Warum trifft er mich? Oh, das ist so, das verstehe ich nicht. Ich glaube, das ist einfach ein Internet-Ding. Der hätte mich gar nicht zuerst treffen dürfen. Ich wäre tot gewesen, sein. Ich meine, ich habe ja sogar noch mal eine Rauchwolke dahin geworfen. Was hat mich jetzt erwischt? Die Mine. Aha. Naja, dafür kann ich gleich zu fahren. Was ist far away from? No. My. Orange Toad. Oha, das ist ein orangener Toad. Ich glaube, er mag. Ich meine, ich habe schon. Ich weiß, ich merke auch so, ich glaube, so zwischendurch heute ausnahmsweise mal Rangkampf. Ich spiele viel lieber Bierkampf. Ich weiß, es ist lustiger. Ich werde einfach Haribo vorgeben. Boah, ich müsste Bildbearbeitung. So mit einem Inkling und so, dieses gibt doch dieses alles doof, so, keine Ahnung. So mit einem Inkling. Tinte alles doof, Tinte doof, Map doof. Vielleicht kriegt der schlechtes Gewissen. Nö. Ach, Scheiße. Und natürlich haben sie jetzt auch noch Führung übernommen. Ansonsten ist mein Tagesziel heute. Ich glaube, das möchte ich schaffen. Also ich meine, insofern jetzt nicht Level kommen, die plötzlich unmachbar sind. Aber ich habe ein paar Videos gesehen, wo jemand, also auf meiner Schwierigkeitsstufe, ach Scheiße, von Anfang an gespielt hatte, also eine Pistole und dann die ganzen Waffen währenddessen. Das heißt, ich habe eigentlich quasi mehr zur Verfügung als der YouTube-Video. Das heißt, eigentlich müsste alles ganz gut machbar sein. Und Rifty, was geht? Na, ist gut bei dir. Heute spiele ich ohne Haribo. Haribo hat Hausarrest. Nein, Haribo hat heute Besuch und lässt mich alleine. Also, wahrscheinlich geht es am Rücken nicht so gut. Weil sonst wäre er ja hier und würde mich tragen. Also ist ja alles verloren. Hallo, ich bin. Ja, eigentlich schon. Ja, eigentlich schon. Ich bin ja überlegen, ich glaube, ein Match habe ich echt gewonnen, aber ich glaube, ich kann es noch nicht einmal reden, ey. Boah, du spielst Fußballmanager morgen im Stadion.
Wenn ich jetzt wüsste, was man beim Fußballmanager macht. Ich dachte, man managt die Fußballteams. Oder machst du das morgen auch? Oha, das wäre voll heavy. Ich hätte echt nur verloren. Ich bin traurig. Ich bin traurig. Ansonsten, oh, in welchem Zoo wart ihr denn, wenn ich fragen darf? Wobei ich glaube, oder hattet ihr, glaube ich, letztens sogar noch gesprochen drüber, oder? Ging es nicht sogar noch um Zoos? War jetzt in Dortmund, der ist recht günstig. Oh, das ist cool. Da war ich, glaube ich, auch noch schon. Oder schon weiter, schon mal, aber schon lange nicht mehr. Was war dein Highlight? Wir waren nämlich letztens auch das im Zoo hier in Zoom-Erlebniswelt. Und da fand ich die Dings nicht ganz cool. Ich habe wieder vergessen, wie er heißt. Feuerpanne. Ich muss sagen, ich mag lieber so Aquarien. So. Aber wie heißen die Dinger? Hier, Wasserwelt. Mit Wasser. War klasse. Oh, ja, das klingt sehr gut. Aber das dachte ich, weil Zoos finde ich generell grundsätzlich immer sehr schön. Ich mag es. Ich schau gern. Krieg ich immer Hunger? Schnitzel. Nein, Sea Life, genau. Ja, genau, diese Aquaparks. Ich glaube, das bekannteste ist ja, glaube ich, Sea Life. Die roten Panda konnte man heute sehr gut sehen. Oha. Oha, genau, das hatten wir auch. Das ist cool. Aber wir waren zuerst im Zweifel. Nachmachen. Nein. Ich wollte die roten Füchse, habe ich ein paar Mal angedrückt, aber irgendwie öffnete sich kein Internet. Die haben nicht funktioniert. Ich glaube, die waren kaputt. Also, ob ich den mitnehme. Sea Life, eine Kette. Ja, genau, da hattest du. Wusste ich erst gar nicht, hattest du mir letztens erst erzählt. Und dann dachte ich mir, das kann nicht sein. Das ist ein Aquapark, keine Kette. Nein, die Zelda-Kette. Welche Zelda-Kette? Was? Jetzt kommt mein Zelda-Scheißer-Modus raus. Zelda. Keine Kette. So. Es gibt Armbänder. Es gibt Kraftarmband. Aber keine. Ich weiß gar nicht, wo ich glaube, Zelda in der Tat Ketten. Aber ich glaube, in Link's Awakening gibt es keine Zelda. Spoiler. Achso. Meinst du, sie verfolgt die Zelda-Kette? Die Reihe? Serie? Mein gut, ne? Also zumindest kann sie das spielen, was hier zur Verfügung ist. Oh, und was auf dem Emulator ist, Fun Fact. Also sie könnte den NES und Super Nintendo. Na gut, vielleicht mal. Ja, aber dann auf jeden Fall. Mai. Dann auf jeden Fall schon mal viel Spaß morgen. Kann man auch viel Erfolg wünschen. Ich glaube schon, ne? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich bei Fußball nicht aus. Ist da so ein. Ist da ein Verein, was du anfeuerst? Wenn ja, feuerst du mich mit ein. Mit Raketen und Feuerwehr. Nein, Quatsch, nicht zu sehr, sonst brennt alles. Klimawandel und so. Nein, Nein, auf jeden Fall morgen viel Spaß. Und finde ich schön, dass das jetzt so besucht gelungen ist. Also, weil es so besucht generell gelungen ist. Ich muss gestehen, meine persönliche Meinung zu Zoos ist, ich finde, jemand, der zu viel Geld hat, sollte nicht in den All fliegen für ein paar Minuten, sondern ein Zoo bauen und dort Tiere schützen. Just my opinion. Zum einen, weil es auch cool ist und zum anderen auch irgendwie mal was zur Welt beiträgt.
Boah, wieso trifft er denn grundsätzlich immer? Die bauen alles um. Boah, ich weiß noch, damals in der Schulklasse, da hat sind wir auch schon zum Erlebniswelt gefahren. Das ist vor hunderten, vor Jahren oder so. Da hatte sich das gerade erst aufgebaut und alles war vor der Baustelle. Das war furchtbar. Da sollte mehr gemacht werden. Ja, das sowieso. Ich weiß nicht, ich finde es generell schon. Ich meine, gut. Also ich finde es gut, wenn er ausbaut. Sowas finde ich gut. Finde ich gut und sympathisch. Wenn die halt wirklich Geld nehmen und in den Zoo werfen und stecken können, dann finde ich das ganz gut. Ich muss sagen, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es schwer ist, einen Zoo zu finanzieren. Also. Irgendwie auch schwer ist, aber. Ich weiß gar nicht, kriegen Zoos staatliche Unterstützung? Da kenne ich mich jetzt leider nicht so aus. Aber ich meine, wäre ja schön, wenn die da in der Hinsicht auch unterstützt werden. Gerade für den Ausbau und ähnliches. Bauen die generell so die ganzen Gehege aus? Also werden die, also wird der Zoo größer? Oder was genau bauen die da um? Also ich finde gut, wenn die Zoos auch artgerechter gebaut werden. Oh, hat er wirklich... Scheiße, keine Pinne mehr. Boah, ey, was ist das? Komisch. Egal, ja, hab ihn fertig gemacht. Ich glaube nicht, dass es groß was gibt. Finde ich persönlich schade. Weiß ich nicht, wer. Ich meine, in anderen Bereichen gibt es ja da solche Unterstützung. Ja. Ich weiß nicht, ob wirklich mehr Fläche dazu kommt, aber das Wommengehege und Bärengehege wird auf jeden Fall deutlich größer. Okay. Ich versuche gleich weiterzulesen. Das ist. Löwentiger sind auch schon lange weg, weil die Gehege komplett erneuert werden. Oh, das heißt, ihr konntet die gar nicht sehen. Oh. Ich versuche einmal kurz einmal von hinten anzugreifen. Ich versuche nochmal durch die Basis. Das sind so die großen Tiere, die erneuert werden. Okay, deren Gehege wird ausgelöst. Okay, das finde ich gut, das finde ich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, ich freue mich darüber. Sowas finde ich ganz gut. Ich muss sagen, es gibt zum Beispiel einen Kollege, mag sowas zum Beispiel nicht, weil er die sehr, sehr kritisch betrachtet und ähnliches. Wegen der Haltung und ähnliches. Also, ein Kollege von mir mal findet Zoos eher als Gefängnistiere. Aber wenn ich so immer mitwirke, weiß ich nicht, wenn man so hört, weiß ich nicht, wie wilde Tiere eher angegriffen werden, ist, glaube ich, weiß ich nicht, empfinde ich eher als für Zufluchtsort. Was vielleicht, wobei ich muss sagen, als wir uns die Gehege angeschaut haben, ist es auch ein bisschen awkward, wenn da halt irgendwie diese Draht über diese Drähte hängt. Wo man schon überlegt, okay, vielleicht fließt da auch ein bisschen Strom durch. Aber gut. Haben sie es jetzt auch nicht ausprobiert, ob da wirklich durchfließt. Vielleicht war das auch eine Konditionierung. Mittlerweile nicht mehr. Ja. Wo sind eigentlich die?
Aha, perfekt. Boah, ich will dieses Match auf jeden Fall mal gewinnen hier. Bin jetzt der Einzige, der überlebt hat. Ich krieg echt nichts hin, ey. Genau, so klar, ne, so der, ich sag mal, die Tiere nicht artgerecht hält oder ähnliches, sind natürlich schon kritisch. Also klar, man muss da immer kritisches Auge drauf werfen, gerade weil halt die Finanzierung von Zoos ja auch mehr im Eigensinn ist. Das heißt, es ist auch immer so ein bisschen so, dann bemüht sich ja der Zoo ja auch irgendwie so ein bisschen Geld einzusparen, ähnliches in dem Rahmen, ne? Deswegen sage ich, ich glaube, so eine externe Finanzierung seinen Staat oder ähnliches wäre ganz gut, was sie dann halt investieren können. Aber ja, also ich sehe halt auch eher so Zoos als Zufluchtsort, finde ich, wo sie geschützt sind vor halt, naja, vom Menschen eben. Wobei, den in Hannover fand ich scheiße. Also, der war nicht scheiße, aber ich fand die Ecke, wo man reingehen konnte, halt ein bisschen albern, weil die Menschen dann halt die Vögel dort, also waren, glaube ich, Straußdinger, begrabbeln konnten. Und das war halt furchtbar. Boah, ich weiß nicht. Ich glaube, Kinder und Streichelzoo ist generell etwas, was ich furchtbar finde. Ich glaube, da wird das... Ich glaube, da werde ich niemals, keine Ahnung, oder generell Menschen streicheln, so, ich weiß nicht. Gib den Menschen die Möglichkeit, die Tiere zu begrabbeln, ey. Und ich drehe durch. Nein, ich weiß nicht. Aber ja, ich meine, klar, freie Laufbahn ist, glaube ich, klar für die Tiere besser, in der natürlichen Hinsicht, aber ich glaube, dafür gibt es einfach zu viele menschliche Feinde. Daher bin ich ja echt eher pro Zoo. Ich mag Zoos. Das Einzige, was man wohl nie herausfinden wird, ist, ob sich die Tiere darin wohlfühlen. Dafür können die nicht so gut mit uns kommunizieren. Ha! Got him! Easy! Okay, ich denn? Ach, scheiße, ey. Ja, wenn ich den nicht kriege, kann ich auch nicht fliehen, ey. Also. Boah, das ist. Nee. Ärgerlich. Manchmal frage ich mich echt, ob ich mit einer anderen Waffe besser wäre. Ich weiß nicht, ob das Gefühl mit Doppler treffe ich nicht so, wie ich das will. Ne. Ich habe irgendwie diesen Drall, dass ich immer so Richtung Boden schieße, so Ziele. Ich weiß auch nicht. Ich muss, glaube ich, also mir hat man auch schon gesagt, ich muss höher zielen. Ja, toll. Werfe ich die Rauchbombe gegen die Wand, ey. Scheiße. Das kann doch nicht sein, ey. Warum bin ich denn so schlecht? Ich spiele einfach viel zu viel, wenig Splat und ey. Wobei ein ganzes Team, glaube ich, Probleme hat. Pandemie. Witzig.
Ja gut, in zwei Matches werde ich, glaube ich, eher erfahren, was mein Score ist. Und dann, ich weiß gar nicht, was war denn mein Splatoon-Rekord? wenn das so gut einfach wäre für Pikachu. Dann wäre das echt gut. 2094 wäre mein Rekord. Ja gut, in zwei Matches werde ich es ja sehen, aber ich glaube, ich habe nur eins gefunden. Andersherum behalte ich, glaube ich, auch die Gegner in den Score so ein bisschen dabei. Das heißt, meine Berechnung entsteht, glaube ich, aus dem alten Score. Mein ganzes Team ist tot. Also, das kann doch nicht sein. Also, das kann doch kein Zufall sein, dass das Gegnerteam es schafft, so häufig mein Team auseinanderzunehmen. Also, ich meine, okay, vielleicht liegt es an mir, dass ich Drücke spiele. Aber ich mache 25% meines Teams aus. Wenn dann alle mal tot sind, bin ich nicht mal der Einzige, der schlecht ist. Das macht mich traurig. Das kann doch nicht sein. Wieso rolle ich denn so? Spring mal zu dem. Ich kann nicht mal von hinten richtig angreifen, ey. Das ist richtig traurig. Kann ich zu ihm springen? Noch nicht wirklich gut genug im Staffy sein. Ich merke auch jedes Mal, dass ich die Viecher immer wieder sehen und erwischen. Nee. Ich darin, ey. Das gibt es doch nicht. Keine Ahnung, wo die Gegner sind. Hier ist einer. Ach, der Roller, der kann's nicht. Aber ist ja nur der Roller gerade, ne? Also springe ich jetzt einfach wieder dahin. Von ein paar Strafpunkte und dann können wir. Na, nicht wieder verlieren. Genau. Nur noch ein bisschen halten, dann haben wir eigentlich auch gut. Ah, oh, ich hab den Roller mitgenommen, komm schon. Holt euch. Ah, hier sind auch noch zu. Dritt. Eigentlich war nichts. Jetzt haben wir wieder so viele Strafpunkte, ey. Vielleicht nehme ich gleich die anderen Sprenger. Ich hab das Gefühl mit dem Regen. Ich weiß ja nicht. Nein, noch zwei Punkte, komm schon. Ah, ich spring mal schnell dazu. Dass sie mich auch immer erwischen.
Ja, keine Tinte mehr. Ach, kacke. Aber hey, das war ganz gut abgewehrt. Jetzt fehlt nur noch, jetzt müssen wir nur noch einen nehmen. Und noch ein paar Sekunden halten. Oh Gott sei Dank. Anstrengend. Ich glaube, ich nehme mal die anderen Sprengler, weil die haben Sprungbojen, wo dann die anderen Spieler hinspringen können. Und Bomb Special. So hört sich die Siegesmusik also an. Schon lange nicht mehr. Okay, ein Match noch, dann habe ich mein Ranking. Aber ich glaube, das wird nicht gut ausfallen. Dafür habe ich nicht oft genug gewonnen. Ja, und 10 Minuten haben wir noch. Das heißt, 1-2 Matches gehen noch rein. Ja, aber ich spiele nicht mehr so viel Rang kann. Von daher, that's okay. Ja, Team Power ist auf jeden Fall 1950. Ein Gegner wie like. Steht da nicht. Boah, Pinselspieler, ey, ich finde die so furchtbar. Na, der hat so eine Kackreichweite, ey. FBI. Open up. Aber hey, wir haben da die Zone eingenommen. Boah, ich wünsche, ich hätte nichts gesagt, ey. Schon hilft dann. Setze. Man kann ja nicht noch nicht einmal die hinter der Decke verziehen, ey. Hasse Delay-Scheiße. Wer denkt sich sowas eigentlich? Aber ah, Nintendo. Ich wollte die meine Sprengler wechseln. Unangenehm. Na egal. Oh, nice. Krieg ich den? Oh, ich hab 15 mehr. Ich glaube, ich verstecke mich erstmal. Shit, aber direkt. Ja, ich habe ihn noch mitgenommen. Das ist gut. Und Sven, was geht? Alles gut bei dir? Wie war dein Tag so? Ja. Wie lief's mit den Muffins? Ich glaube, wenn ich Muffins baue, würde ich die Muffins bauen. Nennen. Auch mit TTH. Da ist Wasser gewesen. Scheiße.
Und Haribo, es geht! Ich hab's. Also bisher, die ist schon vorbei, euer Ab. Nein, wie geht's hier? Wie war euer Treffen? Oder läuft es noch? Dauerte länger als gehofft. Ah, das macht nichts. Mit verspäteten Geschenken. Geburtstagsgeschenken kenne ich mich aus. Ab einem gewissen Punkt einfach aufbewahrt für Weihnachten. Geht das. Shit, ey. Ja, die ganze Zeit gewinne ich, ne? Und kaum kommt Haribo dazu. Ich weiß ja auch nicht. Nein, Du hast wieder Reis. Das ist gut. Reis ist, glaube ich, immer gut. $1800 in Danger. Oha, da steht sogar dran, dass ich einen ziemlich miesen Score habe, ey. Egal, ein Match geht noch. Klar, schiebe ich auf Haribo. Easy. Ja, dass heute der Geburtstag ist, habe ich gestern mitbekommen. Das habe ich mitbekommen. Ich war da aufmerksam. Hatte sogar gratuliert. Aber hey, kommt halt ein bisschen später in Mai. Ja, es geht um die Geste. Und wenn man die nicht wert, ne, das ist doch schon wertzuschätzen, finde ich. Frank Haribo, er hat sein Geschenk 3 Wochen später bekommen. Er wusste, er weiß bis heute nicht, ob es noch für seinen Geburtstag ist oder für den nächsten schon. Basteln? Was hast du? Was hat. Oh, jetzt ist jemand neu. Aber ich glaube, Fragen kann ich jetzt nicht. Also Fragen schon, aber ich glaube, das zu antworten ist, glaube ich, ungünstig, ne? Nee, Sven hatte ja keinen Geburtstag. Sven nicht. Sonst, ich meine, sonst hätte er sich ja. Es wäre ja komisch, wenn Sven sich selbst beschenkt und sich darüber ärgert, dass sein Geschenk spät kommt. Nee, das ist simpel. Nee, das ist natürlich für wen anderen. Na, Scheiße. Zuzutrauen wäre es dir. Na gut, das hast du gesagt. Ja, das hast du gesagt. Weißt du, ich muss nochmal herausfinden, wie dein Videosong-Ding sie mit Lala heißt. Ich habe davon seit ein paar Tagen voll den Ohrwurm und preller den die ganze Zeit vor. Das geht Selina voll auf die Nerven, aber es macht mir einfach so Spaß, das ihr vorzuprellern und ihr damit auf den Sack zu gehen. Hast du das? Magst du mir das vielleicht auf Discord schicken? Ich brauche es unbedingt. Für Recherchegründe. Ich hab einen Ohrwurm von diesem Gedöns, ey, so furchtbar. Ey. Psst, ey, da hab ich die Kacke reingefroren. Die letzten 14 Jahre hast du quasi immer selbst Geburtstagsgeschenke geschickt. Ich weiß gar noch nicht einmal, wann du Geburtstag hast. Ich gar nicht. Fun Fact, wahrscheinlich habe ich es verpeilt. Das ist meine Schuld.
wahrscheinlich war der vor 3 Tagen. Hab wahrscheinlich so. Nein. Erledigt, jawohl, danke schön. Cool. Oh, bin ich gut. Ma, ey, als ob da jetzt eine AFK geht, ey. Ich weiß auch nicht, wann ich Geburtstag habe. Okay, das ist beruhigend. Dann bin ich eigentlich sehr, sehr beruhigt. Boah, ich muss jetzt irgendwas gucken. Ah, genau, ich wollte den Dude reporten und ändere dann das Spiel. Ich werde jetzt Animal Crossing reinwerfen. Ja, war ja klar, ey. Ich muss sagen, vielleicht spielen.